Rauskommen, durch das Fenster rein in die Wohnung. Fenster kaputt. Tschüss. Ja? Ob die Führer hier? Ja. Okay, ich bin mal zu dem Motor. Gut. Also, lässt du die Wohnung aus der Hand, da ist keiner drin, außer dem Hund. Mach zur Rückmeldung an ihr Weg. Alles schon, schon gemacht worden. Ja. Guck, kommt jetzt raus, geht durch das Fenster rein in die Wohnung. Das Fenster wäre noch verbessert. Ja, egal. Das Fenster wäre aus der Hölle. Ja. Hier ist da vorne. Ja.
Wir befinden uns hier in der Ortschaft Rambrücken in der Stadt Rösrath. Die Feuerwehr Rösrath wurde heute Morgen gegen 6.49 Uhr zu einem Kellerbrand alarmiert. Die eintreffenden Kräfte haben dann erstmal festgestellt, dass ein Mehrfamilienhaus stark verraucht ist, ausgehend aus dem Kellerbereich. Die Einsatzkräfte haben festgestellt, dass an allen vier Gebäudeseiten in verschiedenen Stockwerken Menschen an den Fenstern standen, die auch in unmittelbarer Gefahr zu sein schienen. Die Kräfte haben die insgesamt 31 Personen über tragbare Leitern wie auch zwei Drehleitern gerettet. Vier dieser Personen waren leicht verletzt und wurden dem Rettungsdienst zugeführt und sind auch später in Krankenhäuser verbracht worden. Es erfolgte daraufhin eine Alarmstufenerhöhung, die auch auswärtige Kräfte aus den Städten Overath und Bergisch Gladbach zur Einsatzstelle beordert haben. Und aktuell befinden wir uns hier im Einsatz und sind mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt und sind mit ca. 80 Personen vor Ort. Das Gebäude ist stromlos geschaltet worden durch die Energieversorger und aktuell wird die Bewohnbarkeit über die Einsatzkräfte wie auch das örtliche Bauamt geprüft.